Hallo, liebe Kinder und Kinder. Der Reaper hat was mitgebracht. Alter, willkommen bei der Geisterstunde von TTT. Mit Flori. Hi. Der Nabuka. Hallo. Dem Nana. Dein Ernst? Dem Go. Hallo. Dem Cyberbot. Kann man einer bitte den Dödel töten? Und dem nein, einfach nein. Alter, ganz ehrlich, Reaper! Was nimmt ihr für Drogen, Junge? Viel Spaß bei der Geisterstunde! Ach ja, und ich muss noch sagen, so geht Reaper ab, wenn er Meth sich nimmt. Ich nehme keine Drogen. Nein, Reaper! Zumindest nicht mehr! Bis klar! Ich bin gerade in meinem Himmel. Ich habe gerade meinen Himmel gefunden. Alter. Fünf Schneider nebeneinander. Was denn? Ich fand die einen da drüben cool. Das war irgendwas, was ich mir kicke. Was? Nein, ich hatte mich gerade daran erinnert, dass wir letztens Gänsehaut geguckt haben. Ja. Boah, Alter, mein Ernst. Der Film ist das cool. Intro. Wie weit seid ihr gekommen? Hä? Ach, habt ihr nur eine Folge geguckt, oder was? Wir haben den Film geguckt, der vor kurzem ins Kino gekommen ist. Oh, hallo Navo. Hi! Nicht töten, bitte! Ich bin Inno, keine Sorge. Ihr habt die Statue überquert! Sind die Geräusche eigentlich bei uns alle synchronisiert? Ich glaube ja. Kann sein, ja. Hallo Nana. Hallo Coke. Alter. Dieses Haus ist verwirrend! Findest du? Ja. Ja, irgendwie. Coke, ich seh dich! Hallo, wann war? Autsch! Hallo, guck. Na, wo? Flori, war ich nicht shoppen? Nein. Wer ist schon shoppen? Wer hat eine Kamera shoppen platziert? Warum war ich gerade am Shoppen? Ich hab Navo angeguckt. Weil es die falsche Antwort ist. Alles falsch, stimmt überhaupt nicht. Navo, du hast doch gerade eine Kamera platziert, oder? Was ist das? Hier sind sogar Jumpscares drin. Mit Geistern. Nee. Also, die Geister, die fliegen ganz die Zeit rum. Ja gut, sie erschrecken einen manchmal. Aber Jumpscare ist jetzt so. Wir müssen mal bei Garry's Mod meine richtige Horror. Was? Banane? Welches Obst denn? Coke war, hatte eine Melon Launcher. Alles klar. Den habe ich ihm gerade abgenommen. Okay. Sehr schön. Nein, ich mach nicht nochmal das. Wow. Der Geist hat mich tatsächlich gerade auch erschreckt. Ich hab keine Melon. Das war ich hab auf den close Geist geschossen! Welchen Geist? Der da! Ah, jetzt! Geh wieder in meinen Raum rein, hier kommt der nicht rein. Boah, wie viele Melonen da liegen? Das ist halt das Problem bei dieser Waffe, ne? Kannst du mal aufhören, in meinem Raum rumzufurzen? Ja, gut. Wenn das hey so ist. What? Oh. What? Ups. In den Raketenwerfer reingelaufen. Ja, das war mein Todesurteil. Übrigens, das war random. Ich hatte keinen Melon-Launcher. Ich hatte keinen Melon-Launcher. Den hattest du in der Hand. Den hattest du in der Hand. Der scheiß Geist. Ich hab's als Aufnahme. Also kannst du dich nicht rausreden. Check the tapes, wenn heißt das. Was? Check the tapes? Ja, check the tapes. Hey! Yeah, yeah. Lass die Tür auf! Kann nicht. Jetzt klingt er schon wie richtig wie aus einem Horrorfilm. Wahrscheinlich kannst du aber geh durchs Fenster. Wir kriegen, glaube ich, mittlerweile echt schon so ein paar Kopien von den anderen dahin, ne? Hä? Oh, Dete. TT. Wieso? Ja. Das heißt mit dem Audi? Nein, nicht mit dem Audi. Ich meine die andere TTT-Gruppe, die sich TT nennt. Das weiß ich nicht. Ja, gut, tun die auch, aber. Was willst du mit dem Audi? Na, wo? Ja. Boah, ich finde den TT ja richtig schön. Ja. Der hat schon was. Und du suchst jetzt nach. Wann war? Ja, okay. wo soll ich hin? Oder soll ich mich suchen lassen? Du sollst mich suchen lassen. Okay. What the fuck? Diese Uhr, ne? Die finde ich ganz schlimm. Finde ich sehr realistisch.
das ist meine Ausbildung bei Frankenstein gewesen. So, ich bin jetzt ein Geisterjäger auf der Suche nach einem wilden Bamba. Detective, wer ist das da bei dir? Flori. Der hat gerade auf dem was da die Trinne vor dir. Hä? Okay, er ist kein. Er hat kein Deathbringer. Ein wildes Bamba auf der Suche. Also, vielleicht musst du ins hohe Gras gehen, dann erscheine ich plötzlich. Ich bin extra in die Küche gegangen, aber hier bist du nicht. Ja, ich versteck mich auch. Ja, ich war bis gerade nicht mal im Haus, deswegen war vielleicht problematisch. Hi. Das ist der Fall. Du sollst anders suchen. Sich gleichzeitig so. Ein wildes Wandwar erscheint. Ein wildes Wandwar wurde bekommen. Okay, irgendjemand hat Random Damage bekommen. Ja, ich. Und ich, muss mich gerade mal selbst. Nee, doch nicht. Gib mir bitte deine Waffe, Wanwa. Achso, ja, gerne. Danke. Wenn du mir jetzt die Golden Deagle gibst, ist das eine taktisch nicht kluge Entscheidung. Weil wir haben ja schon quasi jemanden confirmed. Ich hab Random Damage gekriegt. Achso, ich hab ja noch eine Deagle. Flori? Was? Bitte lass dich einmal. Ja, ich finde, Flori sollte dann auf. Lass mir das mal. Weeper. Schießen. Mit der goldenen vielleicht. Alles klar! Das ist unfair. Was? Aua! Wer schießt denn hier? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Deathwinger-Test war das, ne? Glaube ich. Yep. Ich hoffe, ich erschieße jetzt den richtigen. Bleib doch stehen! Diese Glasflaschen sind ziemlich. Ich will dich! Ah, nein, Nachbar, scheiße. Ist die Runde eigentlich schon vorbei? Ja. Nein. Echt? Alter. Weil bei mir geht die Zeit noch weiter. Ja, weil das ein Dingens war. Entschuldigung. Ach, das war nur eine Slow Motion. Okay. Also, ich denke, hier so die Runde wäre schon vorbei. Richtig, Oh, ich kann den Deadwinger nutzen. Ja, bei dir funktioniert er nur nicht. Okay. Doch, doch. Wenn ich jetzt Schaden kriege, dann ja, ja. Und ich habe eine Death Note. Wen trage ich denn mal ins Buch? Ja, Cyber. Wen sonst? Ja, was mit Coke? Warte mal. Moment. Coke ist tot. Ich hab's gerade durchs Death Note gesehen. Ich kann wirklich Cyber eintragen. Alles klar. Ich kann das Death Note nicht ausnutzen. Oh, ich bin ja auch im. Ich bin ja auch im Deathwinger drin. So viel zum. Ja gut. Ich bedanke mich bei Florian an dieser Stelle für die Items. Also, Cyberbot. Du bist ja safe. Explode. Wenn das jetzt funktioniert, ne? So, ja, wann war? Ja, komm. Wenn das funktioniert. Hier rein. Ja. Wenn es wirklich funktioniert, dann möchte ich, dass Cyber Flori auf der Gamescom. Ah, schade, ich habe eine 5 gewürfelt. Oh. Wäre zu schön gewesen. Ja, ne, ich, Nein! Warte, Scar. Das war die Scar. Alter, Reaper, wie stirbst du gegen den Deagle-Headshot? Alter, ich hätte der Slow-Mo den Deagle-Headshot, den juckt's nicht mal! Ja, das ist dieser scheiß Netzcode. Alter! Ich sehe nur wieder der Name aufplöppt, eine Leiche fällt um, aber trotzdem steht der Name da, da ist ein Moment. Er schießt einfach. Alter! Einfach auf den Deathringer. Ich dachte mir so, Alter! Mann, das war so eine unfaire Runde einfach. Es tut mir sehr leid, ich hab irgendwie gedacht, dass die Runde zu Ende war. Ich schieß acht Schuss. Ich hab das ja auch gedacht. Da willst du dämlich mit dem Sniper so einmal ab. Ich hab keine Waffe. Also ich sehe keine Waffe. Flori eskaliert. Ah, ist das schön. Boah, ich hab keinen Bock mehr. Oh! Ist er Rage-Quitten? Ich war's nicht! Wieso ist Wanwa tot? Ich bin nicht tot. Nana, ist einer mit Melonen? Ich lebe! Nana, was schläfst du nicht? Ah, Cyber!
Musst du gruseliger sagen, Wanda. Es ist wunderbar, dass ich keine Waffe. Nee. Wenn einer Nanas Leiche findet, dann knallt Cyberbot. Ich war es aber nicht! Ich bin rausgegangen, ich bin Nana entgegengekommen! Ja, und Nana sagt jetzt nichts mehr. Ja, aber ich bin ihm entgegengekommen, ich bin weggelaufen von ihm, ich bin in der Küche. Und ich habe 65 live, weil er mich geschlagen hat. Die Fackeln an der Wand übrigens, die von diesem Jahr. Kann einen schlagen. Die schlagen auch. Ja, er hat mich geschlagen, ich hätte da noch eine Fackel, sonst hätte ich auch auf 60 und nicht auf 65. Wenn die Fackel macht 15 Schaden und die Crowbar 20. Ja, ja, wenn Mana jetzt irgendwo tot gefunden wird, ne? Ich hab ihn aber nicht umgebracht. Egal, trotzdem, Mana auf Cyber. Okay. Dein Ernst, Mann? Dein Ernst? Wenn ich jetzt wenn einer meine Leiche findet, ne, dann war es Cyberbot, der verfolgt mich nämlich, ich bin in der Küche. Du bist immer in der Küche, da hörst du auch hin. Okay, okay, okay. Ich gebe jetzt Cyber die ultimative Chance, sich zu proven. Cyberbot ist es, er hat eine Melonenlatsche! Na toll. Hab ihn. Hast du sehr gut vorgedeckt. In welchem Stockwerk denn? Küche. Küche finde ich gut. Oh. Wo ist die Küche? Ich sehe den Detective, wie er ankommt. Ist die im Erdgeschoss? Oh, da ist sogar noch ein Credit drin. Ich habe auch den Melonenlauncher noch. Möchtest du irgendwas Spezielles haben? Nö, mir geht's gut. Ich hab dich getroffen. Okay, da kaufe ich einen Defibrillator. Vorsicht, da kommt einer die Treppe runter zu euch. Der hat irgendwas Komisches in der Hand gehabt. Ja, das ist Mr. Coke. Ciao! Haha! Ja, ne? Scheißgeländer! Lobby, hast du irgendwas? Der hatte was Komisches in der Hand. Ja, meine Waffe wird nicht angezeigt. Dann reconnecte. Ich bin grün. Ah. Weißt du, ich wollte mit diesem Tester einfach mal Cyber-Testen. Mir pisst das alles an. Aber nein. Netcode-Probleme. Aber wie geil das war. Ich hab's richtig predicted, ne? Und jetzt wird meine Waffe wieder angezeigt. Direkt eine Runde danach. Super. Was ist Cyber? Du hast überhaupt nichts predicted. Du hast mich geschlagen. Ich bin von dir weggegangen. Werde ich davon noch angehauen ohne Grund. Es hätte ja sein können, dass du... Es ist wirklich super. Weil neben dir eine Fackel war. Ja, ich hatte aber 65 Schaden. Du hast mich geschlagen oder hab ich die Fackel erwischt? Ich hab dich mit rechts. Ich bitte darum, dieses random Rumgeballer mit der Crowbar nicht zu häufig, bitte. Ich hab ihn mit Rechtsklick gedrückt. Alter, da war ein Blutfleck an der Wand. So groß wie das Gesicht von dem Typen hier drin. Ich hab dir aber keinen Schaden gemacht. Ich hab dich weggepusht. Du bist um die Kurve gekommen, hast mich geschlagen. Ich hab dich gepusht. Ist doch gut. Das war letzte Runde. Huch! Mir kommen Menschen entgegen. Ich sehe tote Menschen. Hallo, Naro. Ich sehe bald tote Menschen. Findest du die ganzen Dreckshaus nicht eine Waffe, die du brauchen könntest? Nein. Du läufst rum in der scheiß Melonenlauncher? Die übrigens die größte Credit-Verschwendung ist? Ich sehe tote Melonen. Von welchem Melonenlauncher redest du? Ja, von der Melonenlauncher. Ach, also der neue? Ja, ja, es ist. Muss man, glaube ich, echt bedienen können, ist das Problem bei dir. Naro, wo bist du hin? Eine Melle mein! Oben. Wo denn? Immer hübsch drauf da. Hallo Nana. Hi. Ich glaube, Fluch ist schon wieder tot. Ja, Melonenbiene liegt da wohl. Ich glaub's auch. Wahrscheinlich. Zombie dauert tot. Die Melonenbiene liegt hier aber. Deine Hand guckt auch daran. Wir rennen doch durch. Traurig. Nein, ich versteck mich so. Warum denn nicht? Wenn ich nicht sterbe, dann bist du sicher hier, wenn du willst nicht durchlaufen. Ist doch nur eine Melonenbiene. Ja, ist nicht weiter schlimm, die Melonenmine, genau. Wie ist er gestorben? Ach ja, ist ja. Ja, ja. Wanda, ich weiß nicht, was der gestorben ist auf einmal. Hallo, Wanda. Ach da. Hi. Hallo, ja, Coke. Der ist der Schwimmer bei dir, Wanda. Okay. Wanda, da steht, da hat ja keinen Grund, was er gestorben ist. Melonenmine war es nicht. Da fuck. Die lebt ja noch. Reaper. Wobei gilt Melonenmine vielleicht du, als nicht direkt Kill. Oh, Reaper, das Licht ist gerade ausgegangen. Reaper. Okay, dann schießen wir. Ist er tot? Ja, Armin. Okay, perfekt. Ach, Mann.
Gut gemacht. Da werde ich so voll der Großwildjäger und erledige Flori mit der Harpune und dann... Achso, deshalb ist Flori ausgerastet. Ich habe übrigens mir beim Tischhauen den Finger gebrochen, glaube ich. Nein, natürlich nicht. Aber weißt du, was mir vorhin passiert ist, als ich so ausgerastet bin und auf den Tisch gehauen habe? Ist ein Nutella-Toast gedreht, nein, nein, ich sterbe jetzt permanent die ganze Zeit, es regt auf. Ich habe fast meinen Hauptbildschirm hinten den Tisch runtergehauen. Oh Gott. Jetzt hat jemand anderes die Diege, ich könnte kotzen heute. Ich auf. Warum regt mich permanent den? Ich reg mich aber gerade auf. Ich will auch Dete sein. Ja, Nabu, verkauf dich! Ich will Sabran! Ja, ich will Sabran! Coke, komm her! Dankeschön! Vielleicht sollte ich einfach mal das tun, was ich eigentlich am liebsten tun würde jetzt. Was will? Rita, jeder, der von meiner Flinte läuft, stirbt. Aha. Ich glaube, er ist D. Oh, hi Nabu! Hi! Mich regt es wirklich gerade so auf. Wusstest du, dass ich hier bin? Gerade. Ich hatte da beim Rausgehen, als ich so rausgegangen bin, also gerade zurück, habe ich einen Schatten gesehen gehabt. Hallo, Reaper. Ich bin aber unsichtbar. Was? Wie? Wo? Was? Ich bin immer noch unsichtbar. Dich. Ich bin das Geil. Und jetzt rieche ich auch noch irgendwas. Ich glaube, Wanda ist Traitor, der ist unsichtbar. Er ist das Geist. Ich glaube, jemand kocht hier gerade irgendeine Suppe. Essen. Ja, der Ding erschien in der Küche gerade. Hallo, Nana. Hi. Ich weiß, wo er ist. Nana, willst du mich abschießen? Warum sollte ich? Nana, soll ich dir ein Geheimnis zeigen? Und ich gehe wieder als erstes sterben. Meinst du das im Speisesaal? In den letzten drei Runden. Zur Info, der Geist, wenn er wirklich durchläuft, macht euch 5 Feierabend. Wissen wir. Ja. Wo bist du hin, Nana? Hallo, Reaper. Was? Da waren Schüsse. Ja, Nana lebt. Alle Flori. Nana? Komm, wir gleich über der Leiter. Okay. Ich fürchte, dass Reaper Nana umgebracht hat. Ja, Reaper hat zuletzt mit ihm gesprochen. Wo bist du denn? Reaper, Killerzeit. Jo. Warum? Zu Befehl. Nein, Nana, du sitzt da oben. Seine Leiche unten. Soll ich dir die Leiche hochheben? Nein, das ist ein Inno, das interessiert mich nicht so. Okay, wenn ihr Reaper seht, sagt die Position, nicht den Namen. Okay. Coke ist auch. Also ich habe Flori gerade mal verschont. Das sind keine guten Bedingungen, Coke und Reaper. Wie? Bin's nicht. Wow! Hier wird nicht eingebrochen! Au! Mann! Das Fino! Leute, ist ja ein Stockwerk weiter oben. Hallo, redest du mit mir? Hallo? Flori? Flori mag mich nicht. Hallo? Mensch, wo bist du? Also ich weiß, wo du bist. Ja, danke. Ich hab nur noch 5 Schuss. Gibt dir das genug zu?
schon. Komm schon, Radar. Danke. Bleib stehen! Nein! Ja, ich hab richtig gewettet auf Flori! Ha! Das war eng. Da, 6 HP. Da haben wir eine 1,62-Quote. Ha! Trotzdem kannst du. Wie kann man eigentlich diesen Fate wieder loswerden? Oder? Wenn du selbst einen Fate kaufst. Aber bevor du stirbst. Doch, ich wollte dir zuvor ein Fate kaufen. Doch, bevor der. Ich wollte ja eigentlich fliehen. Nur über die Emo festgestackt. Hey, ja, dazu hat dir die Fliehkraft gefehlt. Flori, was? Das hat man drum gemacht. Oh Gott. Der war klar. Dran war. Ich hatte mir ein Fate geholt. Ja, ich auch. Aber du hast gerade über den Haufen gewandert, oder Reaper? Ich hab so einige über den Haufen geschossen. Ja, aber du hast aber Nana über den Haufen gewandert. Oh, oder? Hi Nana. Hi. Ich hätte dich jetzt gerade so perfekt in meiner Traitor-Rolle töten können. Dir, du bist die Leiter hoch, Nana dir hinterher und dann war Nana auf einmal tot. Ja. Wann war's? Der war neben mir und hat mich beim Shoppen gestört, hallo? Wo ist er denn hin? Da. So was macht man ja auch. Ich hätte mir nicht denken sollen, dass Coke T ist. Ich hätte ihn nicht hinweisen sollen, die Leiche zu confirmen. Da hätte ich direkt Coke auf KOS setzen können. Also wenn er vorbeigelaufen wäre. Direkt. Ein T interessiert dich, ob da ein Confirmed der liegt. Duckst ihn irgendwie nicht so. Ach doch, zwischendurch confirm ich die auch schon. Ja, zwischendurch. Mann! Husein, wann kommt denn da Musik? Oder so ein Sound, da kam irgendwann eben. Junge, hast du denn gelabert? Ist auch nicht genau. Wann war es im Keller? Gut, sollen wir in die Keller gehen, Flori? Ja, dann gehen wir runter. Jeder von der anderen Seite. Schnappen wir uns, wann war? Ausrücken! Wenn ich tot bin, war es Flori. Oder wann war? Warum soll ich das? Warum soll aber ich mag den neuen Sound, ganz ehrlich. Das ist halt echt schon. Hat was. Ich gehe da nicht alleine. War hier nicht früher mal ein Durchgang? Bist du im Mausoleum? Achso, der ist im Keller, nicht in der Küche. Ah. Ja, ausnahmsweise bin ich mal nicht in der Küche. Ich glaube, er ist auf dem Gang zum Mausoleum gewesen, vom Keller aus. Er ist tot! Okay. Hier liegt der Dete. Ich bin confirmed, außer ich falle mit dem Tod um, weil er sich ein Fake gekauft hat. Möglich. Der hat eine Golden Deagle. Er hat den Dete erschossen, Dete war Nana. Okay. Es leben ja nur noch 4, das ging klar. Das heißt, irgendwer kann sich jetzt von mir die Golden Deagle abholen und auf irgendjemand anderen schießen, wenn er will. Was hältst du davon, wenn du es auf dich zielst und abdrückst? Ich halte das Tee. Reaper's Tee. Hä? Spoiler-Karma. Spoiler-Karma? Ist nur euer Karma, was ihr ruiniert, wenn ihr mich abknallt oder so. Flori ist rausgelaufen. Dem ist es zu bunt geworden hier im Geisterhaus. Nein, aber ich weiß nicht, wie man in den Keller kommt. Das wirst du schon ein paar Mal da unten. Achso, er ist schon tot. Achso. Ja, wann bin ich noch so tot? Hab ich doch, ich hab ihn doch gekillt. Aber den hab ich gerade wiederbelebt. Da hab ich dir aufs Wort. Aber dem muss ich nicht, dass du ist. Er hat disguised und ne, ich hab ihm alle meine Credits dann gegeben, hab ihn wiederbelebt und. Über so leicht bin ich aus, aber nicht im Abzug. Nicht? Nein. Blödes. Oh, Flori doch dann. Flori. Ja. Flori, komm her. Ja. Da. Darfst du aussuchen, wenn du schießt. Ich soll die vom Dete. Flori ist der Traitor, ich höre irgendwie Manhex oder sowas, glaube ich. Nee, Flori steht hier bei mir und hat nichts mit Manhex im Hut. Flori, du darfst auch auf jemanden von den beiden schießen, das ist dir bewusst, ne? Ja, aber ich weiß nicht wer. Ja, es ist egal. Doch, Manhex draußen und Flori war draußen eben. Nein. Ich hab gesehen, wie er rausgegangen Flori ist. Flori schießt auf Reaper. Er hat nicht. Confirmed-Befehl. Nein! Er hat auf Reaper geschossen! Ja, er hat
geballert, dass er keine Gold-Diegel draußen hat, sondern eine Standardwaffen. Und doch, da sind Manhacks, die sind raus. Ja, ich sehe sie. Hab ich gesagt. Wow. Aber keiner glaubt. Letzte Runde. Wann war? Ja. Du kriegst von mir nie wieder so ein Ding. Eine Golden Diegel. Ah, das war gerade auch zu aber schön. Aber ich wundert irgendwie, dass du so schnell tot warst. Ja gut. Das du ist das dreckiger, du. Problem, nein, wenn man nein, mit Mr. Coke und einer Mac 10 auf dem Nahkampf ist. Ach so, okay, ja, dann... Da kommt doch so ein Typ mit einer ACR um die Ecke, ne? Dann ist es ganz scheiße. Ja, die RCR hat mir einfach nur noch den kleinen letzten Rest gegeben, aber... Mr. Coke hat mir halt alles Wann weggefressen. Willst du mitkommen? Willst du mitkommen? Wohin denn? Ja, mit durch den Gang. Oh, ja. Oh, durch den langen, dunklen Gang. What the fuck, Melone? Ja, Melone. Jetzt schon? Ja, hier auf der Treppe. Das habe ich jetzt aber echt nicht gesehen. Ja. Hi. Hi. Auf welcher Treppe? Hier, ich bin gerade runtergelaufen, im aber ich war es ganz sicher nicht. Hier lag gerade Melone. Na gut, das heißt ja erstmal nichts, ne? Ja, ne. Mal behaupten. Nein, nein, nein. Ich bin's nicht. Du standst gerade so bedrohlich hinter mir. Ah, da! Wow. Melone auf Florian! Nana war's! Nana ist es! Ich werde niemand finden! Tötet Nana, wenn ihr ihn seht, dann Melone! Okay! Okay. Und dann Deadringer! Und der wo ist er denn? Okay, er ist tot. Call Dete, wenn möglich. Kann ich nicht, aber. Dete, hast du ein Defi? Hallo Cyberbot. Leider nein. Mann, der weiß nicht, wo ich sitze! Fuck! Kommt, das niemand! Wann, nein! Ich erzähl's okay. Niemand, wenn du mir sagst, wie du da oben reinkommst. Mit einer. Meine bin ich runtergefallen! Dete, Haupthalle. Weil ich komm zu dir hoch und dann erklär ich dir. Ah, warte. Also oben Haupthalle. Warte ganz kurz. Ich erklär's dir. Ich komm schon, bin gleich wieder da. Hab nicht mal so weit. Ach, das Ding hat ja, nur begrenzte Muni. Ich bin auch gleich bei dir, ich hab's raus. Keine Credits drin. Verdammt. Ich war aber die Einzige, die reingeguckt hat. Florian ist leider auch noch umgefallen. Bist du drin? Ja, ich weiß das. Ja, ich bin auch durchgefallen. Vor mir tot. Du darfst nicht weiterlaufen, das ist der Fluchtweg. Ja, ich hab's gesehen. Naja, solange der Fluchtweg nicht mit brennbarem Material versperrt ist, ist das nicht so dramatisch. So, irgendwas ist da passiert, aber ich hab... Was, wie, wo, wer, was? Cyberbot versteckt sich wieder an seinem schönen Ort da. Und ich natürlich nicht verraten, wo er ist. Ja, aber natürlich. Ich hab ihn verraten. Ja, ist doch so. Ich habe ihm versprochen, dass ich nicht verrate und nicht verrate. Wann war, wo hast du den Melon Launcher her? Der lag bei Nanas Leiche. Okay. Ein toter Flori und ein Geist. Aber eigentlich habe ich dich nicht nah genug rangelassen an die Leiche. Das Ding war ja auch relativ weit weg hier. Hallo, Detective. Hm? Heiko. Ich folge mal der Blutspur. Hast recht. Also der ist echt relativ weit weggeflogen anscheinend. Da liegt ein toter Nana. Willst du den? Nein, passt schon. War Traitor, okay. Ja, Nana. Ja, Nana liegt da, war Traitor. Hatte ja eine Melone dabei. Keine Ahnung. Guck! Warum?